Nein, um Gottes Willen. Schau dir das an. Ja, ein Kind. Danke dir. Wunderbar. Ich komme gleich wieder. Gleich bin ich wieder da. Sag einmal, ja, wer soll denn diese vielen Torten essen? Ich will abnehmen. Ja. Und du auch? Naja. Naja, also jedenfalls sagst du es doch immer. Ja, also auf Abnehmen habe ich nicht gesagt, ich will halt nur nicht zunehmen, weißt du? Aber bitte, Hila, schau dir das an, das ist doch prachtvoll, ist sowas, was? Na sicher, aber das ist doch das Gefährliche. Weißt du, wenn sie so gut schmecken, wie sie ausschauen, mein liebes Wunderbar. Kind. Ja, na, um Gottes Willen, jetzt gibst du das Zucker. Ja, das ist eine Mondtorte. Bitte hör auf, es ist schon genug. Du weißt doch, der Franz liebt, wenn es weiß ist, diese Torte. Ja, der Franz ist halt selber weiß. Der wird überhaupt nicht ein Stück von diesen Torten essen. Ja. Nein. Dem ist heute mehr nach sauerem Hering. Ja, es tut mir ja leid. Du weißt, gestern beim Heurigen, wir hätten ein bisschen besser auf ihn aufpassen sollen. Nein, das hätten wir nicht tun können, denn du weißt, kennst den Franz noch immer nicht. Hör mal, wenn er merkt, dass ich auf ihn aufpasse, weißt du, was er dann macht? Dann wird er trotzig, der alte Bub, und bestellt sich noch extra ein neues Gerät. Nein. Aber mein Gott. Es hat ihm natürlich gestern so gut gefallen. Und es war ja auch wirklich wunderbar und er war sehr glücklich. Und er war sehr stolz. Ja, dazu hat er ja auch allen Grund. Wenn sein Enkel in die Fußstapfen von seinem Opa, in die Würden, in die akademischen steigen, also da, das ist Dr. Juris, das ist ja doch wirklich, das ist ein Grund. Ja, du, es ist wirklich ein Grund. Vor allem, wir haben doch nie geglaubt, dass er es wirklich schafft. Ja, Gott, ist der langsam dieses Studium angegangen. Nee, ja. Und dann habe ich mir gedacht, die Liebe hält ihn halt vom Lernen ab, aber dann hat er also eine neue Freundin gefunden, eine Stewardess, nicht wahr? Und die hat selber sehr viel zu tun und er sieht sie selten und das war sein Glück. Ja, für ihn weniger, aber für Studium bestimmt. Je mehr sie die Dagmar in der Welt herumfliegt, desto öfter kommt er nach Hause. Naja, und so hat er eben seine Dissertation geschafft. Ach ja, sag mal, worüber hat er denn dissertiert? Ah, das weißt du. Nein. Ich weiß es auch nicht. Also, nein, natürlich, also es war was Juristisches, aber Gott, ja, was hat der Franz gesagt? Carolina Criminalis. Ja, so. Carolina Criminalis? Ja. Also auf Deutsch müsste das die kriminelle Carolina heißt. Naja, du, vielleicht ist es irgendein ein Musterprozess von einer schlimmen Caroline. Ja, von einer ganz schlimmen. Du, wenn der Tommy kommt, müssen wir ihm unbedingt fragen. Kommt. Moment, bleib. Ich mach auf, Hila, bleib. Danke. Hilfe! Du wieder da? So eiskalt! Ich friere die Dinger an, ich hab's direkt aus der Tiefkühle herausgenommen, dass sich Eiseskälte durch kein Geschirr so durchbeißt. Ja. Ich hab das Gefühl, meine Finger sind am Nordpol und meine andere Körperhälfte am Äquator, weil da schwitze ich mir was zusammen. Oh, Miss Odile, du rennst ja schon viermal die Treppen hin und her, also, das ist ja kein Wunder. Also, für die paar Naschmeierler wird das doch jetzt reichen für einen Nachmittag. Doch. Achtung, der Eismann! Was bringst du denn? Abschleppen! Ja, ich steh's kalt. Das wird kalt. Was ist das, Maria? Ist das kalt? Ja, sag mal, darf ich dir was fragen? Ja, wie glaubst du, welchen Appetit haben Menschen, die so viel Torten haben, auch noch auf Eis? Das musst du mal erklären. Nein, das ist was anderes. Wieso? Das Eis gehört nur für meine Schwester. Aha. Ja, weil die Amerikaner kennen herrlich, ohne Eiscreme nicht existieren. Ja, zum Frühstück Eiscreme, zum Mittag Eiscreme. Dann am Abend statt dem Nachtgebet Eiscreme. Ich habe das Gefühl, denen ihre Magenwände sind innerlich mit lauter Frostbeilen. Ja, das kann schon sein. Aber du, Otti, die Elfe ist doch keine Amerikanerin, die ist doch deine Schwester. Oh ja, was? Die Unsitten von einem fremden Land, das ist das Erste, was man annimmt. Ah, ja. Was für Unsitten hast du denn von uns angenommen, ha? Noch gar nichts, nein. Gar nichts? Na, da war es ja nicht notwendig. Wieso? Weil die böhmischen und die österreichischen Unsitten sind ja eh dieselben. Und die Mehlspeisen sind auch dieselben.
aber schöne Torten machen, mein Eddie. Wunderbar. Du musst dich aber was fragen. Ja. Was hat sich der Eddie vorgestellt, dass er zu dieser Torte einen Violinschlüssel gespritzt hat? Weil der ist ja nicht, der Tommy ist ja nicht Generalmusikdirektor geworden, er ist ja Komponist, also was... Das ist ein solcher Depp, der Eddie. Wieso? Na ja, er wollte doch einen Paragraph machen. Ach. Ja, aber ein Paragraph sollte diese Torte verzehren. Nein. Jetzt hat er statt diesem juristischen Gebilde hat er einen Violinschlüssel drauf gemacht, der Hirsch. Nein. Das macht na, das kommt davon, weil er gestern mit dem František zu viel von diesem Heuring angestoßen hat. Anstoßen kommt es nicht, sondern vom... Runterschütteln! Na, die haben sich schon gegenseitig ganz schön animiert, der Eddie und der František. Ja, ich weiß. Und immer auf das Wohl des jungen Herrn Doktor. Ja. Und heute, okay. Ja, heute muss der Franz dringend bei den Arzt für sein eigenes Wohl haben. Auch einen Doktor, aber einen anderen. Geht's ihm noch immer nicht gut? Er hat sich hingelegt. Mein Gott, er verträgt doch nichts. Na ja, genau wie mein Eddie. Na, den müsstet ihr jetzt sehen, wie der in der Küche herumhängt. Selber wie ein verbogener Paragraph. Er kann sich auf die Füße kaum halten. Die sind ganz eingeknickt. Ja, also mein Franz, ich glaube, der hat es mehr im Kopf, das Eingeknickte. Ich werde ihn jetzt aufwecken gehen. Ja, was machen wir denn mit ihm? Ich weiß was. Ich werde sehr lieb zu ihm sein. Ja. Und ich werde ihn sehr, sehr, sehr bedauern. Und dann wird es schon besser. Ja, hoffentlich hast du Glück. Jetzt ist, ob das meine Schwester ist. Na, da, na endlich, du. Die ist ja schon seit 2 Uhr im Parater. Ja. Ich gehe jetzt aufmachen. Ja, ich muss ja eh hinuntergehen. Da mache ich auch. Gut, ja. Na schön, gut, mein Schatz. Wir sehen uns. Ja. Einen schönen Nachmittag wünsche ich. Jesus, na jetzt kommt noch ein Kuhglupf. Ja, sagen Sie mal, wollen Sie dem Mehlspeis Janek Konkurrenz machen? Aber niemals im Leben, Frau Janek, nie. Dieser Kugelhupf ist doch nur die bescheidene Unterlage für das, womit er bespickt ist. Das große Glück, das auf Strohhalmen daherkommt. Sehr schön. Ist wie in einer Ausstellung, ein Ausstellungsstück, wo man nicht weiß, wo der Sinn drin ist. Ja, Hilde, kommt, schaut euch ein Kunstwerk an. Oh, ich küsse die Hand. Was verschafft uns die Ehre? Was bringen Sie uns denn da? Einen Kuhglub. Ist das süß? Schau mal, mit Stacheln und mit Fahnen. Nein, mit Brieflosen. Auf jedem Strohhalm steckt ein Brieflos. Und wir hoffen, dass auch ein Treffer dabei ist. Das Ganze war... eine Idee von meiner Frau. Aber das ist 13, danke. Mein Gott, mein Eddie hätte nie solch eine Idee. Na, das wäre doch was, wenn man sich vorstellt, dass wir zum Beispiel, wenn wir unser Mehlspeisbuffet, könnte man doch so mit Glücksspüle integrieren, ha? Und dann kennt, ja, in den Teig müsste man die Brieflose, die Glückslose hineinbacken. Ja, du, das wäre wirklich eine fabelhafte Idee. Vielleicht fällt es halt auf fruchtbaren Boden bei ihm. Na, das Einzige, was bei ihm auf dem Boden fällt, das ist jetzt er selber. Weil er so fide ist. So, ich mach einen Sprung hinunter. Wir sehen uns dann wieder. Ja, ich komme ja, dann auch gleich. Ja, wir werden dann gleich. Ja, ich bitte das ganze frisch gebackene mit dem besten Wünschen. Bitte sehr an den frisch gebackenen Herrn Doktor. Also ich stehe es zu unserer Sammlung. Vielen Dank. Und natürlich auch mit den besten Empfehlungen von meiner Frau. Ich danke Ihnen sehr. Wer ist denn Ihre Frau? Naja, wie soll ich Ihnen sagen? Bludel heißt sie. Na, hab ich nicht gedacht, ja. Ich war bis vor Weihnachten der Vizehausmeister von Vis-a-vis. Was? Dann sind Sie der Engel, der mir diesen schweren Schrank auf die Mansarde hinaufgebracht hat. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Na, das war vielleicht eine schwere Kraxen. Ja. Aber anschließend bin ich hier bei Ihnen dem Christkindl begegnet. Nämlich meinem lieben alten Freund Heinz, der mir dann geholfen hat, eine Arbeit zu finden. Ja, das hat er mal erzählt. Kommen Sie weiter zu uns. Zu liebenswürdig, ich wollte eigentlich nur den Glückwunsch-Kugelhupf abgeben für den jungen Herrn Tommy, der mir inzwischen auch viel weitergeholfen hat. Er hat mich immer weitervermittelt und weitervermittelt und jetzt habe ich so einen Stress beieinander, dass ich nur noch am Leben bleibe, indem ich selber die Arbeit weitervermittle. Aha, und was vermitteln Sie denn? Na, was Sie wollen, Fliesenleger, Maler, Anstreicher, Tapezierer, Lastwagenchauffeure. Schauen Sie, da ist mein Terminkalender. Der reicht mir jetzt im Moment gerade noch, aber im Mai
Im Mai, da kriege ich dafür einen Computer. Jösses Marandiose, vom 5 sollte ich ja beim Herrn Heinz sein und was expedieren und was mache ich? Ich stehe da und vertue meine Zeit. Entschuldigen Sie vielmals, ich wollte sagen, ich bin ein Gelegenheitsarbeiter geworden, der zum Plaudern keine Gelegenheit findet, weil er keine Zeit mehr hat. Traurig, aber andererseits glücklich. Also. Sagen Sie bitte dem jungen Herrn Tommy die besten Wünsche für seine juristische Laufbahn und viel Glück beim Brieflos aufmachen. Ich danke Ihnen. Es können ja nicht alles Nierten sein bei 25 Lose. Aber was weiß man, es ist wie im Parlament. Ja, aber im Parlament sitzen mehr als 25. Ja, ja, das ist schon wahr. Aber die Garantie, dass da auch mehr Treffer dabei sind, haben Sie nicht. Eines ist hingegen sicher, die Nieten überwiegen. Überall. So ist es. Nebenwirkungen informieren, ich glaube schon, wer ist ein Arzt oder Apotheker? Arzt oder Apotheker, wo soll ich jetzt einen Arzt oder einen Apotheker hernehmen? Das andere ist so leicht klein, das kann man ja gar nicht lesen. Hilla! Da braucht man ja ein Mikroskop dazu. Hilla! Na, was hast du denn? Sodbrennen. Sodbrennen? Und da schreist du, als ob es im Bett brennen würde? Ja, ich muss ja schreien, wenn sich niemand um mich kümmert. Da hast du aber Unrecht. Hör mal, bei einer halben Stunde, da war ich hier, hast du ganz fest geschlafen, hast sogar ein bisschen geschnarcht. Na, was ist? Willst du dich wieder hinlegen? Ja, gern, ja. Aber das ist... kann ich das nicht antun, wo sie mir diesen herrlichen Schlafrock gebracht hat. Sind Sie schon zurück aus dem Frauter? Nein, du, ich bin auch schon ganz unruhig. Ich meine, Sie können da nicht ununterbrochen Ringerspiel fahren. Nein, bitte, die Wende von Ringerspiel wäre schwindlig. Du, habe ich dir erzählt? Die Elfi sagt, wenn sie in Amerika ist, träumt sie so wahnsinnig oft, dass sie in Wien im Riesenrad sitzt und über ganz Wien schaut. Willst du mich foltern? Und von der Hochschaubahn träumt sie auch. Ja, du willst mir so umbringen. Nein, Entschuldigung, bitte. Sag, ist das ein Mittel gegen Sodbrennen? Nein, dann musst du das Brennen ganz woanders haben. Das sind Zäpfchen. Das sind Zäpfchen. Ja. Es ist also bei immer auf diese Zellen nichts anderes draufsteht, als über unerwünschte Nebenwirkungen so informieren Sie. Ja. Den heurigen Wirt gestern, der hätte mich informieren sollen über unerwünschte Nebenwirkungen. Ja, das hätte wahrscheinlich keine Wirkung gehabt. Ja. Meine Warnungen auch nicht. Ja. Denn der Wein hat ja zu gut geschmeckt. Na ja, also... Ja, das war ein schöner Abend, ne? Ja, meine, so mitten in der Großfamilie Lafitte. Ja, deine großväterlichen Augen haben vor Stolz geleuchtet. Und Vormittag bei der Promotionsfeier, da hast du ein bisschen geweint, hä? Nein, geweint? Langsam, nein. Immer schön langsam. Ja, geweint hab ich nicht, aber also ich gebe zu, ein bisschen feuchte Augen habe ich bekommen, aber es ist ja keine Schande, bei so einem Anlass darf man doch, und wahrscheinlich habe ich dann davon auch so eine trockene Kehle gehabt. Weißt du, und dann ist mir auch eingefallen, also mein Vater hat ja nie irgendetwas getrunken, aber an dem Tag, an dem ich Dr. Juther geworden bin, also da hat es nur ein Lichtbein. Und du wolltest also deinem
Vater nacheifern, gell? Naja. Bist aber nicht der Vater, bist der Großvater. Ja. Ich hätte natürlich auch lieber mit dem Ernstl angestoßen, nicht wahr? Und auf den großen Erfolg von seinem Tommy, aber. Ja, der Ernstl, der wäre stolz gewesen, wenn er gesehen hätte, was aus seinem Buben geworden ist. Aber wer weiß, vielleicht hat er es gesehen. Ja. Was wissen wir schon? Ja. Na ja, so Gott, ich habe heute stellvertretend für den Ernstl immer mit dem Edi angestoßen. Ja, das kann man wohl sagen. Und jetzt leidet der Arme. Ja, ja, sicher. Er hat unerwünschte Nebenwirkungen, weißt? Liegt er auch im Bett. Ja, der kann sich nicht so schonen wie du. Der hat sich aufgerappelt und hat 4 Torten gemacht. Du wirst das nachher sehen. Ja, bitte das Wort Torten. Nein, ich habe heute auf irgendetwas habe ich einen Booster. Aber ich weiß nicht auf was, es ist ja auch egal. Sag, was könnte ich denn trinken? Trinken? Kaffee. Naja, nein, da würde ich eher raten. Mineralwasser. Das ist fad. Ja, das ist fad, aber ich könnte einen Tee machen. Tee? Tee, ist das, was entsteht, wenn man heißes Wasser auf getrocknete Blätter schüttet? Genau das, ja. Ja, das ist auch fad. Du, ich kann dir mehrere Geschmäcker anbieten. Also Malven und zum Beispiel Lindenblüte und Kamille und auch Schafgarbe. Nein, also nein, und nein. Lindenblüte ist besonders. Nein. Das ist alles sehr fad. Das mag ich nur, wenn es blüht. Moment, das. Die Hilde das macht die auf. Die Hilde macht schon auf. Ja. Ja, also was ist? Soll ich dir etwas zum Anziehen rauslegen? Ja, das wäre sehr nett. Ja. Willst du es lieber feierlich oder nicht so feierlich? Also wenn du mich so fragst, möchte ich am liebsten so bleiben. Aber geh. Ja, aber das geht nicht, ich weiß schon, ich weiß schon. Naja, Hila, ja? Bin Wachs in deinen Händen. Zieh mich an, wie du willst. Nein. Gut. So. Oh. Ich grüße dich, schöne Anverwandte. Ja, ebenfalls, lieber Guido. Ja, der Herr Musikitur. Also, Filia Hospitalis. Wenn du auch zu einer Festjause bei einem frisch gebackenen Akademiker geladen bist, mein lieber Guido, mit mir musst du immer noch Deutsch reden. Nein, schön, schlicht und einfach auf Deutsch gesagt. Gaudium amus igitur heißt, also lasst uns Freude haben aneinander. Und Filia Hospitalis? Die bezaubernde Tochter unseres Gastgebers. Bin ich ja schon. Bist du ein Schmerz? Du bist hinter mir gewesen, ja? Ich hab dich gar nicht erkannt und nicht gesehen. Ich hab dich wohl gesehen, aber nicht erkannt, weil du bietest heute einen ungewohnten Anblick. Wieso? Weil du nicht an der Leine gehst. Ich meine, wo ist der Hund? Der Hund, ja leider, die sind die habe ich zu Hause lassen müssen, bei meiner Hansi. Die Arme ist verliebt. Die Hansi oder die Cindy? Bei der Hansi weiß ich es nicht genau, aber die Cindy, so ein Viecher, da sieht man doch diese Gefühle. Schau, ein Mensch kann seine Gefühle verstecken, aber so ein Hundeauge, aus dem spricht ja der ganze Weltschmerz. So, sind wir schon die Letzten? Nein, im Gegenteil, ihr seid die Ersten. Die Ersten? Wieso? Ja, der Hausherr liegt da nieder. Aber geh. Ja. Aber geh, der liegt da nieder? Ja. Ja, den werden wir gleich aus dem Bett stampern, den Hausherrn. Ja. Wo ist dann die Elfin? Die sind noch im Prater. Ja, und ich bin extra. Gerannt bin ich, damit ich nicht der Erste bin. Oh. Naja, ich auch, weil ich habe nämlich schon gedacht, ich bin der Letzte, weil ich aber stund auf meinen Freund gewartet, auf dem Pudel. Hm. Der war schon da, ja? Der war schon da? Der war schon da. Das ist ein Pferd. Man, der hätte doch zu mir kommen sollen, was abholen sollen. Ja, heutzutage kommen sie auf keinen Menschen mehr voraus. Was denn? Ein Geschenk, erstens mich und ein Geschenk für den Tommy, das mir zu schwer ist. Normalerweise ist er verlässlich, der Bub. Ja. Er hat einen wunderschönen Kugelhupf, einen Spezialkugelhupf gebracht und ist gleich wieder gegangen. Aha. Bitte, kommt bitte weiter. Danke vielmals. Ich gehe als Erster und dann wird noch der Letzte sein. Gaudiamo, Sigi, du reizende Schwägerin, was heißt das? Niemand ist da? Na, sowas!
Liegt die Hila am Ende auch im Bett? Nein. Ich glaube, sie wird beim Franz am Bär beim Bett sitzen und seinen Kopf verstreichen. Da sieht man es wieder. Mit dem Trinken muss man schon als kleines Baby anfangen, damit man es im Alter kann und es verträgt. Na ja, schließlich, ich meine, beim Hobby kann man auch nicht erst mit 80 anfangen. Das ist ein schönes Hobby. Ja. Du, aber jetzt einmal, ihr zwei Lateiner, sagt's mir, was heißt Carolina Criminalis? Carolina, lass mich noch denken. Caroline, das liegt so auf dem Fuß, das liegt auf der Hand. Ja, natürlich. Caroline, Criminalis ist halt eine, die im Kriminal sitzt, eine Kriminelle. Die kriminelle Caroline. Und damit kann man einen Doktor machen? Ja. Also das war, lass mich nachdenken, das ist, vielleicht ist das ein Traktat über einen Hexenprozess im Mittelalter, wo die Leute dann auch noch gemartert wurden. Ja, so ist es. Und Caroline war vielleicht der Name der Hexe. Na, ist doch ganz schön ein Name für eine Hexe, nicht? Heutzutage heißen die Hexen Marilyn oder Hilde. Kennen Sie nicht Hilde, die Wilde? Na, ich frage noch einmal was. Cindy wäre auch ein schöner Name für eine Hexe. Da muss ich doch bitten, meine Cindy ist keine Hexe. Die ist ein armer, leidender Hund. Läufig ist sie auch die Arme. Und ist selber verhext. Seit wann? Gestern beim Heurigen war sie putzmunter. Na ja, gestern war sie putzmunter. Dort hat sie sie erwischt. Da wie den Namen Franzi. Na ja, wieder. Meine Cindy, und das ist der Unterschied, hat nur Wasser getrunken. Kinder, habt ihr am Nebentisch diese entzückende Kreatur bemerkt? Ja, was hast du bemerkt? In dem grünen Kleid. Ich meine, dass sie knapp und sehr appetitlich verhüllt hat. Ja, aha. Und wie das Kleid aufgehört hat, ich meine, zu ihren Füßen, wer ist da gesessen? Ein entzückender kleiner Pudel und ganz in der Farbe in Aprikot, Marönform. Und dieser Pudel hat die Cindy angestarrt. Und die Cindy hat wieder zurückgestarrt aus ihren lieben Augen, so als ob sie fragen wollte: Wer will mich? Vielleicht du, schöne Marie. Also, was ist mit diesem Aprikopudel? Was war da? Ja, was war mit dem Aprikopudel? Was soll ich da erzählen? Der Aprikopudel, gar nichts war. Im Grunde war überhaupt nichts. Durch meine Vorsicht. Ich habe die Cindy ja fest an der Leine gehalten. Nicht? Und die zwei haben sich angeschaut. Ich stelle es vor, die haben sich angeschaut. Wenn der Leine halten, weil sie ein Hund hätte, die ja so, Moment. Sie hat trotzdem. Die Cindy schaut, er schaut auch. Sie laufen aufeinander zu. Ja. Okay. Und was glaubst du, was gemacht? Sie war von Amors Pfeil getroffen. Ich sag dir, das war Patty. Sie haben miteinander getanzt. Was? Getanzt aber, haben sie? Jawohl, getanzt. Einen Frühlingsreigen haben die beiden miteinander getanzt. Okay. Immer umeinander herum. Und stellt euch vor, die Leinen, die haben sich miteinander verknüpft und verheddert. Und wir haben es wieder auseinanderknüpfeln müssen. Bist du sicher, dass das Tanzen war? Na, entschuldige, wie kannst du sowas sagen? Was insinuierst du dem armen kleinen Hund? Also wir haben die Leinen auseinandergeknöpfelt und natürlich haben wir die beiden wieder getrennt. Natürlich, aber was ist da natürlich dran? Das ist eine Tierquälerei. Ich meine, es genügt schon, wann wir Menschen unsere Frustrationen erleiden müssen. Und zum Abschied? Ja. Hat mir die Dame in Grün ein Bild überreicht. Schande, ein Bild? Ein Foto? Ja, was sagst du, Schande? Ich hab's bei mir. Na, was ist das? Zeig her. Da werdet ihr sehen, was die Cindy für einen wundervollen Geschmack hat. Schaut euch das an. Das ist ja nicht der Pudel oben auf dem Bild. Ja, und was steht drunter? Moment. Attila von Rüdenhausen. Wow. Ungeheuer männlich mein. Ja, und das ist der Name von dem Pudel. Na, von der Dame. Und die hat das Foto geschenkt, die Dame? Zur Erinnerung für die Cindy. Wenn das Bild aber für die Cindy ist, warum schleppst du es dann da in der Brusttasche? Richtig ist das Cindy morgen ins Körper. Heute ist der Schmerz noch zu frisch. Da steht ja auch herzlichst. Wer hat denn das geschrieben? Na, der Hund. Ich meine, ein ordentlicher Pudel und der schreibt seine Autogrammkarte. Ich bin ein Pendler. Stolz bleiben. Ihr habt ja kein Herz für Tiere. Ah, vielleicht sind es jetzt
Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sie sind schon so lang weggeblieben. Na? Sie hätten gar nicht läuten brauchen. Der Tommy hat mir ja den Schlüssel gegeben, wenn ich ihn finden würde. In dieser blöden Tasche finde ich nie. Doch endlich, es hätte viel Schlimmeres passieren können. Schauen Sie, Wien ist nicht die einzige Stadt, wo sowas passieren hätte können. Das hätten wir anders abschauen können. Ja, aber trotzdem. Er hat gelitten und keiner kommt. Ach, ist so ein Schmerz. Ach, das seid. Ach, wo ist denn die Elfe und der Tommy? Ja, die beiden sind auf der Polizei. Was ist denn passiert auf der Polizei? Keine, bitte, überhaupt keine Aufregung, bitte, gar keine Aufregung. Ich bin mit dem Fräulein Dagmar einfach nur vorausgefahren, um hier für Ruhe zu sorgen und Unruhe zu verhindern. Das hätte überhaupt keinen Sinn gehabt, wenn wir alle auf der Polizeistation geblieben wären, weil so eine Sache weiß man ja bei uns in Österreich, man weiß nie, wie lange das dauert. Ja, aber was? Ja, und der Tommy ist bei seiner Mutter geblieben, er steht ihr bei als Zeuge. Ja, und als Rechtsanwalt? Doktor, bitte, ja, Doktor. Zum ersten Mal löst er einen Fall und das noch dazu als Profi. Ja, aber um den Fall hat er sich nicht gerissen. Ja, das sicher nicht. Ach, könnte ich bitte ein Glasl Wasser haben? Ich habe so einen Durst, ich habe ihn ganz ausgetrocknet. Kommen Sie in die Küche, ich trinke gleich ganz mit. Ich zitter am ganzen Körper, obwohl ich nicht weiß, um was es geht. Herr Doktor, bitte, würden Sie inzwischen in... Danke. Bitte. Nein, das Wasser ist heute auch ungeheuer fad. Ich weiß, ich habe heute auch irgendetwas... Einen Guster, aber ich kann es nicht von der Zunge herunterbringen. Weil es ist irgendetwas, was mir die Mama immer gebracht hat zu der Zeit. Weißt schon, Lakritzstangerln. Na ja, dann Zuckerwatte. Türkischer Honig. Nein, pfui Teufel, alle diese süßen Sachen, die zipsen mir den Mund zusammen. Nein, das ist eine ganz falsche Richtung. Tut mir leid, aber da kann ich dir nicht helfen. Sag mal, Hila. Ja. Sollte ich mich vielleicht heute auch schminken? Sag einmal, du, das ist doch unmöglich. Sag, was kriegst du für Anwandlungen in deinen reifen Jahren? Ja, weil ich so blass bin. Blass? Du bist durchsichtig. Du gehörst an die Luft. Na ja. Aber nicht in einen heurigen Garten. Nein, bitte, um Gottes Willen, das Wort heurigen, das möchte ich überhaupt in absehbarer Zeit nicht mehr hören. Weißt du, aber ich habe das Gefühl, dass ich doch ein gerüttelt Maß dazu beigetragen habe, dass der Tommy seinen Doktor gemacht hat. Du? Ja. Was hast du für ein gerüttelt Maß? Ja, sehr einfach. Ich habe dem Tommy doch gesagt, wenn er sein Doktorat macht, kriegt er von mir ein volles Sparbuch. Na also, sei mal nicht böse. Also so materialistisch ist der Tommy aber nicht. Dass er deshalb studiert. Nein, also deshalb studiert natürlich nicht. Aber es war ein Ansporn. Ne? Er hatte so die Belohnung vor Augen. Naja, ich habe ja vor allem gesehen, wie du ihm dann bei der Promotionsfeier das Geschenk überreicht hast. Wie er sich gefreut hat. Na komm, jetzt. Naja, kunstig, ja. Es war ja auch wirklich ein sehr schönes, volles Sparbuch, das ich ihm da zusammengespart habe. Ja. Und weißt du, was mich am meisten gefreut hat? Dass der Tommy gleich gesagt hat, also für dieses Geld lasse ich die Wohnung renovieren für Dagmar und mich. Nicht? Das ist doch prima. Ja. Ich hätte schließlich unendlich das ganze Geld auch gleich um den Schädel hauen können. Sicher, machen doch viele. Und die beiden schwärmen doch so ungeheuer von der Karibik, was ich verstehen kann. Nein, der Tommy möchte zuerst ein solides Nest und ich glaube, der Ernstl, der würde genauso denken, was meinst du? Ich glaube auch. Kinder, ich grüße euch. Ich bin außer mir, ihr müsst euch das anhören. Das ist ja nicht zu fassen. Aber obwohl, es überrascht mich nicht. Es überrascht mich deshalb nicht, weil ich das Ganze ja schon jahrelang an die Wand mal. Oh Gottes Willen, was ist passiert? Eine Katastrophe ist passiert. Ja, ein Unglück ist wer verletzt. Jawohl. Das Schamgefühl eines jeden Wieners ist verletzt. Ach so, naja, wenn es sonst nichts ist. Also. Die verbrecherische Kurve, die steigt ja immer weiter und immer weiter. Ja, aber das soll euch der Dr. Heidenreich erzählen, der ist Tatzeuge, der ist draußen und die Dagmar ist auch draußen. Und wo ist der Tommy und die Elfi? Die werden auch von der Polizei aufgehalten. Ja, die
Man wird sie verhören. Was von der Polizei? Ja, aber wieso denn? Ja, mein Gott im Himmel! Also der Gute, der versetzt uns in Angst und Schrecken. Was ist denn los? Wollen wir die Aufgabe übernehmen, sie zu beruhigen? Der Gute, uns beruhigen. Ja. Das ist der Richtige. Bitte, ich schweige. Spricht ja alles dafür von selber. Liebe gnädige Frau, es ist überhaupt, bitte kein Grund zur Aufregung. Es ist sowieso schon alles vorbei. Man kann eh nichts mehr machen. Es ist schon spät. Meine, die Sache kann noch sehr unangenehm werden, weil alle Papiere, Pass etc. weg sind. Jawohl, entrissen, jawohl, direkt aus der Hand gerissen. Und stellt euch vor, also, dazu, Pass, amerikanischer Führerschein. Die Amerikaner, die werden staunen über uns. Die werden sich das ja gar nicht mehr vorstellen können, was bei uns alles passiert. Ihr müsst euch das vorstellen. Die stellen noch ganz Wien auf die Watchlist. Ich bitte dich, jetzt tu mir eine Liebe und sei ruhig. Ich erfahre sonst nie, was passiert ist, wenn du immer redest. Also, es war so. Also. Wir waren schon fast beim Ausgang vom Prater. Ja. Der Tommy und ich sind vorgegangen und seine Mutter ist ein Stückchen hinter uns gegangen. Sie hat noch irgendwas an einem Stand gekauft, ich weiß auch nicht was. Und der Herr Doktor ist vorgegangen. Ja, ich war nämlich schon unterwegs in meinem Wagen. Ich wollte den dreien entgegenfahren ein bisschen. Also, wir spazieren so dahin und plötzlich ein Aufschrei. Was? Mein Gott, Alter, ich muss mich setzen. Das ist ja fürchterlich. Naja, der Tommy und ich, wir drehen uns natürlich sofort um und schauen, was passiert ist. Liegt doch seine Mutter fast am Boden, richtig niedergerissen. Und zeigt... Aber zeigt wohin? Ja, in Richtung Wiese. Da ist eine angrenzende Wiese. Ja, wieso? Und was war dort? Ja, dort haben wir auch nichts mehr gesehen. Also wir haben gleich der Mutter aufgeholfen und der Tom ist dann auf die Wiese gelaufen, aber es war zu spät. Wir haben niemanden mehr gesehen. Ja. Sind's. Das wird die Polizei sein. Gott sei Dank, Helfele. Wo es tut mir leid gewesen, so mir den Schlüssel der Dagmar gegeben. Das ist ja schön. Aber es war immerhin der erste Auftritt von meinem Sohn als Doktor. Ja, ihn erst sehen soll, wie er das Polizeirevier hineingestürzt. Er sagt, ich bin Dr. Lafitte. Wir sind überfallen worden. Ich bin Dr. Lafitte. Also das war mir das Erlebnis wert. Er hätte gern darauf verzichtet. Ja, wirklich. Mit sowas muss man in einer Großstadt rechnen. Und Wien ist heute eine Großstadt. Wien ist anders. Komm, oder auch nicht. Kommt bitte hinein. Wir sind ganz besorgt schon gewesen. Bitte, da ist sie. Also jetzt willst du wahrscheinlich von Wien nichts mehr wissen. Nein, aber um Gottes Willen, aber schau, wie ich ausschau. Nein, aber leider werdet ihr wahrscheinlich mich noch ein bisschen aushalten müssen. Weißt du, ich muss natürlich warten, bis das amerikanische Konsulat mir einen neuen Pass ausstellt. Ja, der ist auch weg, war alles in der Tasche, es ist ja alles weg. Das ist doch wunderbar, Elfi, da wirst du endlich längere Zeit bei uns in Wien bleiben. Ja, danke, das ist wieder lieb von dir. Nein, es war ja wirklich furchtbar, es ist ein Wahnsinn. Der Ralfer ist auf mich zugerast. Ja, bevor ich begriffen habe, was überhaupt los ist, bin ich schon auf der Erde. Ja, und wie ich den Aufschrei gehört habe, da bin ich ihm sofort nachgegangen. Ja, bleib. Ich bin ihm nachgerannt, aber da ist er mit dem Radl unterwegs, wissen wir natürlich schneller als ich. Ich habe ihn kaum gesehen. Ich habe auf dem Straßenstand was gekauft und habe gezahlt und wie ich gerade mein Geld in die Tasche wieder zurückstecken will, kommt der in einen Tempo, kommt dieser Mensch auf mich zugerast und reißt mir alles aus der Hand. Wollt man den jungen Herrn Doktor zu sprechen? Oh, danke schön. Naja. 6.000 Schilling sind weg. Das sind die teuersten Salzgurken meines Lebens. Wieso denn Salzgurken? Was ist los? Naja, ich habe welche gekauft an so einem Straßenstand, weißt du. Und erstens wäre ich ja mit den anderen mit gewesen. Naja, aber so war es halt. Hast du gesagt Salzgurken? Ja, die habe ich gekauft. Für dich habe ich sie gekauft, Franz. Hilda. Na, erinnerst du dich nicht? Wenn wir in den Prater gegangen sind, war das doch immer für dich der Höhepunkt. Salzgurken. Hilda. Jetzt weiß ich, worauf ich die ganze Zeit so einen Guster habe. Ich habe einen Heißhunger auf Salzgurken. Ja, also, na, und du wolltest mir welche mitbringen. Und jetzt wird der gemeine Straßenräuber die Salzgurken selber fressen. Nein, siehst du, das war das Einzige, was ich in der Hand behalten habe. Ah. Siehst du, Guido? Jede Katastrophe hat auch irgendetwas Gutes bei sich. Wo sind die Salzgurken? Raus, eine Furze. Bring sie lebend. Ja.
Ah, oh, was ist das? Entschuldigung, ich bin schon wieder da. Ja, bitte. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind. Die Schachtel wird mich doch nicht so verändern, dass Sie mich nicht mehr erkennen. Hm? Allerdings habe ich Sie auch anders in Erinnerung. Was? Aber die Frauen sind ja doch verwandlungsfähiger als uns eins. Andere Kleider, andere Frisur. Respekt, Respekt. Ja, danke vielmals für das Kompliment, aber leider weiß ich noch immer nicht, wer Sie sind. Ich bin doch der Schulfreund. Der Schulfreund? Eh schon wissen. Na, also das glaube ich nicht, weil ich war in einer reinen Mädchenschule. Naja, nicht der Schulfreund von Ihnen, sondern der Schulfreund vom Herrn Heinz. Lass es mal bitte das Parkel anstehen, weil mir vorhin schon die Arme ab. Es scheint eine schwere Literatur zu sein. Ein Geschenk vom Herrn Heinz und ich hab's daher expediert. Aha. Ist die Familienfeier schon im Gange? Ja, wen darf ich melden? Also jetzt hören Sie aber auf. Wollen Sie mich vielleicht pflanzen? Na, erinnern Sie sich nicht mehr an den Kugelhupf? Was? An den Bespickten. Was? Na, auch nicht? Na, dann geben Sie bitte schon wenigstens einen bämischen Ton von sich, weil sonst kennen wir überhaupt nicht mehr aus, wo ich bin. Maximilian, ich hab gewusst, ich hab dein markantes Organ gehört. Komm herein. Die Frau Bäckermeisterin lässt mich ja nicht. Bäckermeisterin, er verwechselt mich mit meiner Schwester. Das ist die Frau Janek. So macht's mir nicht ganz deppert. Naja, du gehört nicht mehr viel dazu, weil ein bisschen bist du schon. Du glaubst, das ist die Frau Janek? Nein, das ist die Schwester von der Frau Janek, direkt aus Amerika. Also ich bin doch der größte Depp von ganz Europa. So gut, damit ist die Vorstellerei beendet. So, also kommt dann, jetzt mach den Mund wieder zu. Und wo ist der Glückskugelhupf? Na ja, wahrscheinlich in der Küche. Wahrscheinlich in der Küche? Wo sind die Salzgurken für einen Sektionschef? Fest in meiner Hand. Na, dann will ich sagen, Sie da. Sie? Da, Sie? Da, na, also, wann haben uns du das gesagt? Ich habe mich nicht erinnern, dass ich so lange her. Ich habe dich Sie so lange nicht mehr gesehen. Gut. Ich bin der Heinz, falls du das vergessen hast. Elfi, falls du das vergessen hast. Nein, ich hab's nicht vergessen. Also machen wir so, ich hol den Glückskugelhupf, du tragst die Salzgurken dem Sektionschef ja, und du nimmst das Geschenk für den Tommy und dann kommt der Einzug der Gratulanten. Also, es war das Kommissariat. Wisst ihr, was wir dir erzählt haben? Da haben ein paar Buben auf der Brauterwiesn Fußball gespielt und der Ball ist ins Gebüsch gerollt und einer ist nachgekraxelt. Und jetzt ratet's, was er gefunden hat. Mama, stell dir vor, deine Tasche ist wieder aufgetaucht. Nein, das ist nicht wahr. Allerdings, Wermutstropfen ohne Bargeld. Mein Gott! Ohne Bargeld? Na, der Reiber wird das Bargeld zurückgeben, dass er schon mal hat. Ja, aber das Wichtigste ist ja, die Papiere sind drinnen und die 5 Kreditkarten auch. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Das glaube ich. Aber somit wäre mein erster Fall gelöst als Doktor. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Fest an. Bravo! Tommy, ich hoffe, dass du alle deine anderen Fälle in Zukunft genauso schnell und erfolgreich lösen wirst. Sie können wirklich stolz auf den Tommy sein. Ein bisschen stolz bin ich eben auch da mitgespielt, mitmischt. In meiner Kanzlei hat er sich ja da einiges sicher angeeignet. Leider habe ich auch eine unangenehme Nachricht. Nicht für dich. Eher für mich. Du bist jetzt sozusagen ein Doktorkollege. Das heißt, die doppelte Gage steht ins Haus. Wir haben eine gewaltige Gehaltserhöhung zu erwarten. Das war versprochen. Ja, Hand drauf. Danke, Ben. So, lieber Tommy, hier befindet sich das Geschenk meines Freundes Bruders an dich. Ein Glückskugelhupf, gespickt mit Brieflosen. Ich finde, ihr fangt am besten gleich mit dem Aufreißen an. Exzellent. Ja, das könnt ihr euch ersparen, da ist da eh nie was drin. Das ist ja wunderschön. Also, Tommy, mich interessiert das. Ich mache sie für dich auf, ja? Und Sie, Herr Guido, Sie helfen mir, weil dann geht's gleich viel, viel schneller. Aber nur unter notarieller Aufsicht. Also, fangen wir mal gleich mit dem Aufreißen an. Wisst ihr, was der Andras gesagt hat, wie ihn die Leute gefragt haben, ob er ein Millionär ist? Ob er ein Millionär ist, hat er gefragt. Hat er gesagt, leider nein. Und jetzt schauen wir noch, was bei mir ist. Und was steht da? Ja. Und da steht auch, leider nein. Bei mir auch, leider nicht. Schauen wir weiter. Franz. Ja. Mit einem sehr schönen Gruß aus dem Prater. Die Salzgurken. Ach, ich danke dir. Na, da muss ich ja gleich eine essen. Na, entschuldige, dass ich sie gleich aus dem Sack esse. Schau mich nicht so böse an. Ich hab das immer gemacht, wenn ich im Prater war. Wir könnten doch eigentlich wieder einen Ausflug in den Prater machen. Was meinst du, Franz? Was ist mit morgen? Na, aber was, du willst wirklich morgen wieder nach diesem Erlebnis, was du hast? Okay, ich bitte dich, nach diesem Erlebnis. Also, nach so einem ruhigen Nachmittag würden die sich in New York oder in Chicago überhaupt nur sehnen. So, lieber Tommy, und da in diesem Paket, an dem mein Freund Hummel da herumschleppt, befindet sich eine illustrierte Geschichte
Wie geht's überhaupt? Ja, der Jurisprudenz. Das ist ja drinnen ziemlich schwer. Ja, bitte, ja. Lass mal so anstellen, weil sonst also, ja, bitte, fallen wir die Arme an. Nein, Vorsicht! Es ist nicht zerbrechlich, das ist eine illustrierte Geschichte der Jurisprudenz durch die Jahrhunderte in 8 Bänden. Lauter schwere Fälle. Jeder Band hat mindestens ein paar Kilo. Jetzt, danke für das. Das ist eine wirklich gute Idee, kann ich sehr gut gebrauchen. Und da bitte kann ich den frisch gebackenen Doktor, darf ich ihm erreichen, seine Doktorarbeit kommt frisch aus der Buchdruckerei. Ich bin leider nicht zum Lesen gekommen, obwohl mich das sehr interessiert hätte mit der kriminellen Caroline. Jesus, du, was ist mit dieser Caroline Kriminalis? Was heißt das überhaupt? Ich weiß nicht, wie ich das über eine Caroline geschrieben habe. Mein Thema war Constitutio Carolina Criminalis und ihre Bedeutung für den Strafvollzug in der Zukunft. Interessant. Karolinische Rechtsordnung. Aber okay. Karl der Fünfte. Ja, jetzt wissen wir eh, dass du ein gescheiter Bursch bist. Von wem hast du denn das Thema? Na, von wem? Vom Opa natürlich. Und von wem als der Opa? Naja, von einem hohen Justizfunktionär, einem Präsidenten. Mehr darf ich nicht sagen. Ah! Was ist denn? Da stand ich, aber jetzt habe ich 13 Lose aufgemacht. Ja. Und wisst ihr, was auf den 13. steht? Na? Genau dasselbe wie auf den anderen 12. Leider nein. Oh. Tommy! Bitte, Tommy, schau dir. Schau dir das an! Ja, na, lies! 100.000. Was? 100.000! Das gibt es ja nicht so. Also entschuldigst du mich. 6.000 verloren? 100. Jetzt 100.000 gewonnen. Also, das ist doch ein gutes Geschäft, was die Elfi gemacht hat. Nein, die Elfi nicht. Die 6.000 Schilling bekommst du mir voll ersetzt. Ja, Hilde, holen uns was. Holen uns was zum Trinken oder was immer. Jetzt trinken wir was auf diesen Schrecken. Richtig. Sonst kann man ja das alles gar nicht aushalten. Das ist der Rest. Das muss ich kriegen natürlich von mir. 10% Finderlohn. Aber Herr Doktor, das war ja gar nicht notwendig. Freilich ist das notwendig. Das ist eine meine Fortuna. Und sie hätte das nicht. 10.000 Schilling. Frag mal, weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das bedeutet? Traumreise Karibik ist geritzt. Oh ja! Wenn wir gerade in der Nähe sind, könnten wir doch einen Sprung zum Tür kommen. Wenn es recht ist. Na, was heißt, wenn es mir recht ist? Aber du darfst nicht mich fragen, da musst du deine Dame fragen. Mich? Ich kann ja den Urlaub eh schon kaum mehr erwarten. Und außerdem, in einem frisch gebackenen Herrn Doktor kann man nichts abschlagen. Ja, das will ich meinen. Wir bin ja jetzt eine sehr gute Partie geworden. Mhm. Das ist 100.000 und dann das Sparbuch vom Opa. Ja. Mit Jägerinnen aller Herren Länder werden sich um dich reißen. Na, ich werde mir schon zu helfen wissen, keine Sorge. Und außerdem, das meiste Geld wird ja für unsere Renovierung der Wohnung draufgehen. Ja, das wird ein richtiges Schmuckkasterl, das verspreche ich euch. Und wann werden wir dieses Schmuckkasterl endlich sehen können? Im Herbst. Werde ich eine Führung für euch machen, aber nur bei guter Führung. Ja? Ja, und was lernen wir heute aus dieser Geschichte? Ganz einfach. Eine Geschichte, die in Wien gut ausgeht, geht anderswo sicherlich nicht gut aus. Wien no. ist anders. Eben. Wir warten Gottes Ohr. Ja, ich sag eigentlich nur, will vielleicht jemand mir die letzte Salzgurke wegnehmen? Kinder, wisst ihr, wir haben über etwas heute überhaupt noch nicht geredet. Das ist ja jetzt unsere letzte Zusammenkunft, bevor wir uns im Herbst wieder treffen. Weil ich hab der Hilla, sie hat mich ja wohl nach Griechenland verführt. Aber sie hat sehr bald eingesehen, wie das mit Griechenland ausgegangen wäre. Und daher fahren wir wohin? Also, auf den Attersee. Aber einen schönen Urlaub. Am Attersee habe ich ja heuer noch eine ganz besondere Aufgabe. Da gibt es einen Attersee-Verband und der hat heuer sein 100-jähriges Jubiläum. Und haben sie ausgerechnet mich dazu eingeladen, dass ich am 15. Mai muss ich dort eine Festrede halten. Das ist ja nicht. Dort in Steinbach am Attersee eine seiner schönsten Sinfonien komponiert hat.
die zweite. Und der Dressler oder Villa oder der Spitz? Wer? Der Dressler. Ja, und der Dressler hat eine wunderbare Villa gehabt. Also ich möchte die Villa nicht haben, denn das war eine aus der Zeit, wo man so gern Schatten gehabt hat. Also bei der Villa ist auch im Sommer nur ein Stück Sonne. Die Zeit kommt bald wieder, wo man den Schatten haben. Wie schaut es aus, dass du da stehst? Nein, du bist ein ganz reizendes Blond. Du bist aber in Amerika natürlich, da darfst du nach Florida fahren, nach Kalifornien und so weiter. Nur Alaska kann ich dir empfehlen. Ah, ja, das wäre Wahnsinn. Also, gib mir mal Pudel, gib mir mal Pudel, bin ich sein Chef. Sorry. Als Chef bestätigt.